Mit diesem genialen Trick kannst du ein Bettlaken in nur 12 Sekunden perfekt falten. Denn wenn dein Bettlaken nach dem Falten sonst auch immer so aussieht, zeige ich dir mit diesem Trick, wie es richtig geht. Das sieht am Ende nicht nur schöner aus, sondern du hast dadurch auch deutlich mehr Platz in deinem Schrank. Lege dein Bettlaken dafür so aus, wie du es hier sehen kannst. Geh jetzt in die eine Ecke, stülpe sie herum und geh dann mit dieser Ecke in die gegenüberliegende Ecke. Stülpe sie jetzt so übereinander, dass beide Ecken direkt übereinander liegen. Das gleiche wiederholst du jetzt mit der anderen Seite. Hier das Ganze einmal umdrehen, dann oben in die zweite Ecke damit gehen, bis beides perfekt ineinander liegt. Jetzt hast du den ersten Schritt schon mal erledigt. Greife jetzt alle vier Ecken mit beiden Händen und schüttel das Ganze einmal gut durch. Jetzt kannst du es wieder flach auf einem Bett oder irgendwo anders auslegen und noch ein wenig zurechtrücken, damit es einigermaßen quadratisch ist. Nachdem du das gemacht hast, kannst du mit der Unterseite hier beginnen und diese einmal nach oben falten. Und zwar so, dass sie ungefähr zu einem Drittel gefaltet ist. Auch die obere Hälfte solltest du danach falten, und zwar auch wieder so, wie du es hier sehen kannst, so dass es am Ende dann bündig abschließt. Zieh es noch ein wenig zurecht und jetzt musst du es nur noch der Länge nach falten. So kannst du es ein, zwei oder auch dreimal falten, je nachdem wie viel Platz du auch in deinem Schrank hast, kannst du es hier so zurecht falten, dass es am Ende perfekt reinpasst. Drück es noch ein wenig zusammen und schon ist das Bettlaken wirklich perfekt gefaltet. Und mit ein wenig Übung schaffst du das sogar in 12 Sekunden. Hier siehst du noch das unglaubliche Vorher-Nachher-Ergebnis. Wenn man es einfach nur so zusammenfaltet, sieht es so aus, wie du es links sehen kannst. Und mit diesem Trick siehst du auf der rechten Seite, dass es deutlich schöner aussieht. Kennst du auch den geheimen Hausfrauentrick, weshalb du mit einer Zitrone über deinen Backofen reiben solltest? Klicke jetzt auf das Video, welches du im Bildschirm siehst, denn dort zeige ich es dir.